Und herzlich willkommen zu Folge 53 in meinem Singleplayer-Projekt. Ja, wir hatten jetzt beim letzten Mal eine Kettensäge hergestellt, ein Bedpack, unsere Sachen aufgefüllt, ein Dübel hatten wir noch auf Diamantbasis. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir laufen jetzt mal los und schalten ab hier die Monster ein. Machen wir auf einfach. Ich bin noch nicht der Pro da drinnen, da sind schon die ersten Monster da. Wie gesagt, ich will das jetzt noch nicht so hoch ankeifeln mit den Monstern. So, hier sind jetzt mittlerweile die kultivierten Bienen soweit, dass sie jetzt sich stacken. Das heißt, die Drohnen sind jetzt komplett rein. Das wäre jetzt auch mein Fazit, dass das schon mal gut läuft mit den Drohnen. Denn mit den Drohnen und die gemeinen Drohnen muss ich auch noch irgendwie hinbekommen, dass sie jetzt zufällig gezüchtet werden, weil die hatte ich jetzt einfach nur mal einfach reingeschmissen sozusagen. Die Dinger. Und ich bin jetzt überlegen, komm, wisst ihr was? Keine Angst, komm, wir machen auf normal. So, unser Jetpack vielleicht aufziehen. Ja, machen wir mal so. Zusätzlich nehme ich vielleicht noch raus den Kescher oder so, falls ich was finde. An Bienen oder so will ich ja auch vielleicht mitnehmen. Hallo Schäfchen. So, und ich habe mir, wie gesagt, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, wo ich ungefähr hin muss. Ist jetzt nicht so, ja, könnte man jetzt als Cheaten sehen. Ich bin ja, wie gesagt, schon mal in eine nächste Richtung geflogen, wo ich vielleicht hin kann. Ja, irgendwo muss ich ja vielleicht noch eine zweite Basis für mich aufbauen oder sowas. Vielleicht so einen kleinen internen Neuanfang oder wo ich halt die Queries hinstelle. Das ist immer so die Sache. Damit ich halt Gebiete auskundschafte, wo ich die Queries eigentlich hauptsächlich aufstellen kann. Weil diese riesen Löcher sollen ja eigentlich nicht meine Landschaft zerstören, sondern eigentlich was hier drumherum läuft. Könnte man zum Beispiel auch schon die Queries aufstellen, aber die sind ja auch, wie gesagt, viel zu nah schon wieder. So, irgendwo schon das erste Teil gleich, wo ich hin muss. War das das? Nein. Wir müssen weiter da runter. Da müssen wir weiter runter. Da irgendwo wird das gleich erscheinen. Minus 460 plus 770. Da irgendwo sein. Ich weiß jetzt nicht, was das genau war. Ich habe hier irgendwas hingeschrieben, irgendwas komisches. Aber meine Schrift ist gerade irgendwie grauenhafter gewesen. Dass ich das selbst noch nicht mal lesen kann, was ich geschrieben habe. Oh, ich sehe paar Bienen. Ich sehe paar Bienen, paar Bienen. Nein. Was haben wir denn hier für ein schönes Schätzchen? No. Mystische. Wie gesagt, einfach nur ein paar Bienen, die ich jetzt noch so finde, mal mit aufgreifen. So, und jetzt müssen wir irgendwo noch weiter darunter. Da ist irgendwo ein Feld. Was sind, warte mal, sind das schon bestäubte Bäume? Was kann manchmal passieren, wie gesagt, die Schmetter, ich weiß nicht, warum die Schmetterlinge nicht auftauchen. Wenn die Schmetterlinge nämlich hier einfach kreuz und quer rumfliegen, die können nämlich zusätzlich auch die Bäume bestäuben. Das kann auch mal passieren. Das sieht dann so hier wie bei den Tropenholzdingern aus, aber dass das bei den Tropenbäumen ist, sieht das halt normal so aus. So, irgendwo sind wir gleich schon bei unserem Heim, aber ich werde jetzt erstmal noch eine Schüssel voller Beeren essen. So. Schalt des halben Glück allein. 460, jetzt müssen wir nur noch darunter gehen. Wir müssen gleich eigentlich schon das erste sehen. Oh, ich ahne schon irgendwas Schreckliches. Dass das so eine Ruine gewesen war, yep. Aber wir klauen hier vorher noch die Biene hier. Dankeschön. So, und wie klaue ich sie wieder am schnellsten? So, da ist irgendwie meine Minecraft Reihe abgestürzt. Ich weiß auch nicht warum, falls ich den falschen Block anvisiert habe. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur die Kiste hier klauen. Nein. Och nö. Wo spawn ich denn jetzt hier? Okay, das ist nicht meine Welt, aber ich müsste da irgendwo in die Richtung. Aber ich penne doch immer in meinem Bett. Komisch. Ah, wie kommen wir denn jetzt am schnellsten hin? Ich glaube, das geht mit den Wegpunkten auch, ne? Yep. Uhaha. Schnell mal weg. Warum? Ah, ist doch komisch. Jetpack ist da. Meine, genau, das ist wichtig, ist da.
den Bienen, die ich jetzt gerade aufgesammelt habe. So, das ist da. Fackeln sind da. Bedpack ist da. Die ist da. Die Schaufel ist da. Portalgun, Axt. Die Axtkescher. Eigentlich brauche ich die Axt auch nicht mehr so selten. Bin jetzt überlegen, vielleicht machen wir es auch so ganz schnell. Dankeschön und tschüss. So kann ich das auch schneller klauen. So, was gab's? Oh! Geil, Glück 1. Das ist schon mal gut, Glück 1. Ein bisschen Weizen, gut, paar Fäden, Truhe. Eigentlich nicht so das Relative, was Wahres, aber wir haben auf jeden Fall was gefunden. So, dann haben wir den ersten schon mal fertig. Die ich sozusagen auf meiner Liste hatte. Das kann auch alles hier oben rein. So, dann mache ich mal hier so einen Strich von der Liste, beziehungsweise mache ich einfach mal. Oh, keine Ahnung. Ich lasse es mal. Wir gehen mal den ersten durch. Setze so einen leichten Strich durch, damit ich auf jeden Fall weiß, wo was ist. So, jetzt müssen wir noch weiter auf Minus gehen. Ja, geht's wieder ins Plus, dann müssen wir da runter. So. Ich glaube, das ist schneller mit der Axt weg. Das ist, glaube ich, wirklich einfacher. Einfach hinfliegen, mit der Axt wegkloppen und gut ist. So. Aber ich habe ja schon mal angekündigt, ich habe ja die Dinger hier sozusagen vorgefunden. Bin einfach, wie gesagt, rumgeflogen, weil das eigentlich so eine schöne Gegend war, wo wir ein paar Queries aufstellen können. 1, 2, 3, 4, ich weiß es noch nicht. Die einfach mal tuckern lassen. Und dann haben wir genug Rohstoffe. Natürlich, viel Abfall fällt auch an. Wir können Miner aufstellen. Muss ich auch mal schauen, dass ich hier so Miner aufstelle. Gucke ich mal, wie das verläuft. Ist noch alles so im, wie in meinem Gedanken wieder, was machst du, wie machst du das am besten, wie machst du es am schlausten. Aber das ist immer so die Sache. So, minus 760. Müsste das ja da irgendwo oben sein, oder? Na, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. So, wie viel haben wir noch? Ja. Dreiviertel Jetpack. So. Erstmal noch das Schwein killen. Yay. Dankeschön. Oha. Oh, bist du nervig. So, wir müssen jetzt den minus 2. Oh, jetzt müssen wir wieder voll in die andere Richtung latschen. Haben wir noch ein Minus. Noch einen höheren Minus. Da noch weiter runter. Da müssen wir noch. Aber erstmal gucken, was hat man denn. Wir sind weit weg. Redstone Safari Net Single Use. Ja, das ist gut. Ohne Stahlhose. Gleich anziehen. Ja, kann sich sehen lassen. Kann sich eigentlich gut sehen lassen. Das ist schon okay, die Beute. Ist jetzt nicht so das meiste und wahre, was ich gefunden habe, aber dennoch. Ein bisschen Beute haben wir noch. Danke. Kühe, 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 Kühe. Hier ein bisschen schlachten, schlachten, schlachten. Weil die Kühe, die hier sind, brauche ich eigentlich nicht mehr zu züchten. So, Bienen. Und Dankeschön. Oh, Lilipads. Ich brauche noch ein paar Lilipads. Einmal. Also ein paar hier. Paar Lilipads muss ich auf jeden Fall haben. Der Grund ist wieder hier, wenn ich diese Wasserdrohnen finde. Beziehungsweise ich habe ja so eine Wasserbiene bei mir, glaube ich, da in der Nähe sitzen. Dass ich die abbauen kann und dann habe ich doch gleich wieder was in der Hand. So, da steht jetzt Baum auf dem Plan und dann muss ich da irgendwo in die Richtung. Da irgendwo jetzt nur noch. Genau, hier war das Sumpfgebiet. Ich erinnere mich und da hinten war genau, da war wieder so ein attraktives Gebiet, wo man ein paar Queries und so was aufstellen kann. Ist aber auch relativ weit von da abgesehen. Also ist jetzt nicht gerade um Ecke. Aber da kommt man ja schnell mit Portal Guns und so was, mit Chunk Loadern und so was, kann man ja ein bisschen ausreifen. Darf dann halt nicht zu viel werden. So, aber erstmal hier ein paar Kühe noch schlachten. Dankeschön. Ein Stainless Pot. So, noch ein paar Kühe. Dankeschön. Die habe ich jetzt nicht gekriegt, aber dich habe ich gekriegt. Ich, wie gesagt, auf die Kühe will ich eigentlich nur auf das Leder drauf. Denn mit Leder können wir uns ein paar Bücher machen. Oh, warte mal, ich überlege gerade. Das Single-Use-Net. Das können wir doch gut einsetzen. Kuh, komm mal einmal her. Komm mal her. Dankeschön. Jetzt haben wir eine Kuh im Single-Use-Net. So, aber ich sehe gerade auf der Uhr, die Folge ist beendet und das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüssen!